Bei Sturm der Liebe sollte Greta eigentlich einen Kochkurs abhalten, ist aber spurlos verschwunden. Theo übernimmt deshalb spontan die Leitung des Kurses. Als Greta doch noch auftaucht, zeigt sich, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie verträgt ein Medikament, das ihr Michael verschrieben hat, nicht und ist in einem furchtbaren Zustand. Glück im Unglück. Theo nutzt seine sympathische und spontane Art, um den Kurs erfolgreich zu führen, und die Gäste sind begeistert. Währenddessen kommt es endlich zum Kuss zwischen Anna und Vincent. Als Anna Wilma die gute Nachricht überbringen will, erleidet diese einen Schwächeanfall, was Anna und Vincent dazu bringt, sich um sie zu kümmern. Dabei ahnt Anna nicht, wie schlimm es inzwischen um Wilma steht. Das seht ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.